Stark. Die andere normale. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismania City ist so wunderschön. Warum nur musste ich sie ihren Bruder mitnehmen? Ah, ist jemand wohl eiersüchtig? Ja, eiersüchtig. Du? In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Boah. Scheiß Hotel. Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Hat auch gepasst, dass ich jetzt heiser werde. Ihr wisst schon. Oh, es leckt. Oh, es wird gefährlich. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Nein. Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preis versandt. Mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Ja, ihr seid ja aber auch. Seid ihr aber auch. Was starrst du mich so an? Weiß ich nicht. Ich kenne ja schon, was seid ihr hier so? Mumpf. Der Mann drückt am Tisch. Ein Hals und Hof verzockt. Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ah, hier kriegt man Münzenkorb. Besonders, dass sie einen so schön hinweisen. Ja, da ist nichts hinter dem Poster. Und mein Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Hallo, Affe? Du mit der Krone? Hallo, wir machen gerade eine Pause. Mach die immer, wenn ich komme. Affen. So, genau. 4 Minuten haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, damit es nicht ganz so langweilig wird, nur mit Gelaber, machen wir das. Dann gehen wir jetzt erstmal Richtung Arena. Kann ich da überhaupt schon hin? War da nicht irgendwas? Nein, weiß ich nicht. Weiß ich bestimmt mit einer anderen Edition. Wenn nicht, muss ich wahrscheinlich erst nach Lavendia und irgendwas machen. Dann darf ich in die Spielhalle und dann darf ich erstmal. Wahrscheinlich, ne? Genau. Hehe, diese Arena ist voller Frauen. Prismania City Pokémon Arena Leiterin Erika. Die paradiesische Arena Leiterin. Genau, der Typi ist ja weg. Der ist ja hier in der Spielhalle und zockt, der uns normalerweise immer alles erklärt. So. Damit hier noch ein bisschen Fun ist. Hey! Du darfst hier nicht hinein. Stimmt, also hier dürfen nur Weiber eigentlich rein und nicht, wie man sieht, bin ich ein Kerl. Also er ist ein Kerl, ich bin ein Mädchen. Ach, ihr wisst schon. Genau, und wir setzen dann alle Pflanzen-Pokémon ein. Eigentlich kein Problem, weil wir haben Glurak. Auch wenn er nur bis jetzt nur Glut kann, aber es dürfte eigentlich reichen. Genau. Wenn es schnell geht, schaffen wir vielleicht sogar noch die Arena-Leiterin. Ultrigaria. Also wie gesagt, Knuffenser gab es nur in der blauen, Mirapla nur in der roten. Wenn ich mich da irren sollte oder vertauschen sollte, könnt ihr es ruhig sagen. Aber so ein bisschen, glaube ich, Sandan gab es in der blauen und das hatte ich ja schon alles erwähnt. Sei nicht so grob zu mir. Mir nur egal. Mir nur egal. Mir wurde es schon langweilig. Ich finde, die sieht aus wie so eine alte Oma. Oh Mann. Oh nein, die ist ein schöner... Naja. Komm schon. Gibt schönere Schönheiten. Ich meine, klar, ist Geschmackssache, ne? Ich meine, wenn das Gesicht ein bisschen anders gezeichnet wäre, ging ja das ja noch, was sieht eher aus wie so ein... Weiß ich nicht. Oh, dann setzt die 4 Pokémon ein. Nein, möchte ich nicht. Mach Glut. Glurak. Rack, Rack. Glu ist klar, ne? Und Rack. Rack. Irgendein Dinosaurier mal von früher, der so hieß. Glurak. Weiß ich nicht. Mirapla, keine Ahnung. Knuffenser. Knuff, Knuff. Knuff, Knuff, Knuffenser. Knuff, Knuff. Ja, ihr wisst schon. Seht ihr, es wird Zeit, dass ich eine Pause mache. Nein, ich mache das ja gerne. So, Schönheit. Seht euch das Gesicht an, also ich bitte euch. Meine Frisur ist ganz zerzaust. Oh, da sind auch noch welche. Also ich mache grundsätzlich immer alle platt. Das sind halt, ne, Erfahrungspunkte. Auch wenn Glurak das wahrscheinlich schon so hinkriegt.
Naja, wahrscheinlich schaffen wir den Rang in der Leiter nicht mehr in diesem Part. Egal, zeige ich euch den nächsten. Die Parts, die gehen so schnell vorbei. Glaubt man gar nicht. Besonders, weil ich versuche halt immer so bei 15 zu bleiben. Ja. Wie gesagt, deswegen wahrscheinlich kommt das einem so kurz vor. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe gar nichts erreicht. Was habe ich denn bis jetzt erreicht? Ein Chaos-Part, bin durch den Felsentunnel gekommen. Okay, ich habe schon ein bisschen auf der Anote-Tarantale gemacht, aber sonst eher weniger. So, genau. So, die eine, das schaffen wir noch. Und die Arena-Leiterin müssen wir dann halt im nächsten Part machen, weil da oben stehen ja auch nochmal 4 oder 3 Leute. Hier dürfen nur Frauen hier rein. Hinein. Ach, ihr wisst schon. Ach, Pfadfinderin. Und dieser Samen. Samen ist ja klar, ne? Knospe ist klar. Und Flora ist halt auch... Dieser Flora ist halt auch klar. Klar, mich würde mal interessieren, was das Bisa heißt. Manchmal stehe ich ja schon mal auf dem Schlauch. Aber, naja. Okay, wir sind jetzt auch platt. Genau, und dieser Knospe halt, ne? Okay. Sieht immer noch so ein Gesicht. Ich weiß jetzt nicht, wie Flora, dieser Flora aussieht. Na gut. Ich bin schockiert. Du bist ein Trainer und ich dachte schon. Ja, was sollte ich denn sonst sein? Ein Spanner oder was? Naja, egal. Wir sehen uns dann halt im nächsten Part. Leider ist dieser Part auch schon vorüber. Und ja. Somit hat unser Charakter hier noch ein bisschen Fun in der Arena, hoffen wir. Beim nächsten Mal kann sich Mädchen angucken. Ihr versteht schon. Nicht wirklich. Vergisst es einfach. Verpeilt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und habt eine schöne Zeit.